Willkommen zu unserer Ringvorlesung. Zu Beginn stelle ich immer die obligatorische Frage: Was ist für Sie gesellschaftliche Innovation? Vielen Dank. Gesellschaftliche Innovation ist für mich eine Entwicklung, die zu neuer Denkweise führt und dadurch zu ganz neuen Lösungsansätzen. Und das sind eigentlich auch die Ziele, die Cradle to Cradle verfolgt. Und weiterhin, dass es dem zum Gemeinwohl beiträgt, also auf breiter Basis. Das heißt, bei Cradle to Cradle geht es darum, wirklich eine neue Perspektive zu bieten. Es fängt damit an, überhaupt nicht mehr über Müll nachzudenken, den es in der Natur gar nicht gibt, das Konzept, sondern nur noch in Nährstoffen zu denken, dass alles um uns herum Nährstoffe sind, die wir wieder in die Kreisläufe zurückführen müssen. Und weiterhin vom Ansatz her geht es auch um ein positives Menschenbild, nicht bei unserer Umweltdiskussion, das machen wir zu einem Moralthema und sehen uns selber als Schädlinge, aber Cradle to Cradle setzt da ein positives Bild entgegen, das heißt, jeder Mensch ist eine Chance für den Planeten und wir können etwas Positives beitragen. Und weiterhin, was die Umsetzung angeht, ist eben Cradle to Cradle nicht nur eine Idee, ein Konzept, sondern wird eben auch tatsächlich in Produkten, Produktinnovationen umgesetzt, die dann eben auch dem Gemeinwohl zugutekommen. Das heißt, Produkte, die gesund sind, die schön sind, die hohe Qualität haben. Das heißt, sowohl für die Leute, die in der Produktion beschäftigt sind, für gute Arbeitsbedingungen, als auch für die Konsumenten, dass sie dadurch nicht belastet werden, vergiftet etc. Jetzt haben Sie schon kurz den Ansatz erklärt. Könnten Sie vielleicht konkretere Beispiele denn, wie das in der Praxis aussieht oder Einblicke da eher in Ihre Arbeit geben, dass man sich das vielleicht besser vorstellen könnte? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, um das Konzept zu erklären. Also bei Cradle to Cradle geht es darum, dass alles in Kreisläufe geführt wird. Da gibt es zwei Kreisläufe, den biologischen Kreislauf und den technischen Kreislauf. Biologischen Kreislauf sind alle Sachen, die verbraucht werden, also zum Beispiel Schuhsohlen, Shampoo etc. Im technischen Kreislauf Sachen, die nur gebraucht werden, also Waschmaschinen, Fernseher etc. Und alles soll so gemacht werden, dass es wieder zu neuen Produkten wird, wieder zu neuen Nährstoffen. Ich arbeite für Professor Braungart in Hamburg beim EPEA Umweltforschung und sein Umweltinstitut und wir entwickeln Lösungen für Firmen, für Unternehmen, wie die Cradle to Cradle umsetzen können, das heißt Umweltforschung und Beratung. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu uns und möchte gern Cradle to Cradle umsetzen und wir untersuchen dann die Produkte und geben Lösungsansätze für die Weiterentwicklung, das zu optimieren. Und wie sieht es da mit Abnutzbarkeit von Produkten aus? Das stelle ich mir jetzt in der Praxis etwas schwieriger vor, wenn Sie dazu vielleicht etwas kurz sagen könnten. Alle Produkte, die abgenutzt werden, die verschleißen, also wie gesagt Schuhsohlen etc., das sind dann Nährstoff für den biologischen Kreislauf. Das heißt, da müssen alle Inhaltsstoffe müssen so konzipiert sein, dass sie in die Natur zurückgehen können und abbaubar sind und eben unschädlich. Das ist eben heutzutage bei den meisten Produkten nicht der Fall, weil die wenigsten Produkte dafür entwickelt wurden unter dem Aspekt Gesundheit und Umwelt. Und das heißt, was wir zurzeit haben, ist ein Effizienzdenken, Ökoeffizienzdenken. Wir versuchen, unsere schädlichen Produkte etwas weniger schädlich zu machen, aber das bietet keine Lösung langfristig, sondern die Lösung ist, alles nochmal ganz neu zu denken und nochmal ganz neu zu entwickeln. Das heißt, wir müssen alle Produkte nochmal neu erfinden und zurückgehen an den Anfang und fragen, was ist das Richtige, was ist die Nutzung für dieses Produkt und dementsprechend die Inhaltsstoffe positiv definieren. Nicht nur sagen, wir nehmen etwas raus, etwas anderes, sondern wir müssen positiv sagen, was da drin sein soll. Und was haben Sie gerade für Resonanzen bekommen? Also wie wird der Ansatz derzeit aufgenommen? Ja, die meisten Leute hören es leider zum ersten Mal. Das ist schade, vor allem in Deutschland ist es noch nicht sehr bekannt. In anderen Ländern ist es bekannter, in den USA zum Beispiel und vor allem in den Niederlanden. Da gibt es ganze Regionen, die schon nach Cradle to Cradle umstellen und zum Beispiel auch die öffentliche Beschaffung danach ausrichten. Provinz Limburg in den Niederlanden, die Stadt Venlo,
Da ist das wirklich auch ein Begriff. Es gibt wohl in den Niederlanden insgesamt mehr Menschen, die das kennen, als in Deutschland, obwohl wir eine viel höhere Bevölkerungszahl haben. Das ist so schade. Reaktion ist meistens positiv. Gibt dann auch oft kritische Fragen, ist das nur eine Spinnerei oder kann das funktionieren? Das denken sich wohl viele, aber da es wirklich jetzt schon mehrere hundert Produkte gibt, die dementsprechend entwickelt wurden, zeigt das, dass es funktionieren kann. Und letzte Frage, können Sie noch kurz sagen, jetzt haben Sie die kritischen Stimmen angesprochen, was Ihre Strategie ist, Ihre Überzeugungsstrategie, dass der Ansatz funktioniert? Überzeugungsstrategie, zum Beispiel heute nach München zu kommen für diese Ringvorlesung und noch mehr Leute zu erreichen, die das dann hoffentlich weiter verbreiten, sowohl an der Hochschule, dann vielleicht, dass die Studenten dann selber ihre berufliche Laufbahn danach ausrichten, in den Unternehmen solche Produkte zu entwickeln. Oder wir haben jetzt auch einen gemeinnützigen Verein gegründet, Cradle to Cradle, Wiege zur Wiege e.V. heißt der, fürs Bildungsangebot zuständig ist. Das heißt, Leute können diesen Gedanken weiter verbreiten. Also es ist jetzt nicht nur ein wissenschaftliches Konzept, es ist ein Designkonzept und auch eine Art Philosophie. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche einen guten Vortrag.